Hallo Christine, deine Psychologin mit Herz und Verstand. Heute zu einem, ich glaube, ja, unglaublich wichtigen Thema, und zwar, warum viele Therapien und auch Coachings nicht helfen und dir vielleicht bisher auch nicht geholfen haben. Also wenn du immer wieder psychische Themen hast, wo du merkst, so ja, da komme ich irgendwie nicht weiter, ich erreiche mein Ziel irgendwie nicht, ich habe irgendwelche Limitierungen, Blockaden und habe vielleicht auch psychische Erkrankungen und du hast schon so viel gemacht und irgendwie hilft gar nichts. Dann hör dir das Video an oder den Podcast und bist, glaube ich, danach schon ein ganzes Stück weiter. Also bleib dran. Viele, die zu mir kommen und auch ich selbst, haben schon eine Menge versucht, haben unzählige, natürlich Bücher gesehen, YouTube-Videos, auch viel zum positiven Denken und Meditieren und der positiven auch Psychologie und vielleicht auch noch so richtig krassen Methoden, irgendwelche Mental-Coachings oder so ein Kram. Und irgendwie mag nicht das Ergebnis bei rumkommen, was sie sich eigentlich wünschen. Oder du hast vielleicht auch schon viel Verhaltenstherapie gemacht oder andere Arten von Therapien, hast vielleicht eine psychische Erkrankung und irgendwie klappt das alles nicht. Und meines Erachtens ist da eine wichtige Ursache oder liegt dem zugrunde und die möchte ich jetzt gerne mal erklären und zwar auch ein bisschen umfangreicher. Und du erfährst in diesem Video einmal den Zusammenhang zwischen Trauma und heutigem psychischem Leid, dann ein paar Beispiele für was ist eigentlich oder was sind Traumata und wie sind die im Körper verankert oder wie entstehen die eigentlich, was heißt das hier bei uns im Körper und auch im Nervensystem. Und viertens, warum dann gewisse Methoden natürlich nicht helfen und was stattdessen hilft. Also bleibt dran und wir kommen jetzt direkt zum ersten Punkt. Warum psychisches Leid oder wie psychisches Leid, so nenne ich es mal, verbunden ist mit Traumata. Ich arbeite jetzt seit 2016, Anfang 2017 arbeite ich mit Klienten 1:1. Das heißt, es sind schon einige Jährchen, das sind schon ein paar hundert, sicherlich knapp 1000 Menschen zusammengekommen, die ich schon begleitet habe. Also eine ganze Menge. Davor liegt natürlich noch viel an eigener Erfahrung, was ich anfangs ja auch erwähnt hatte. Auch ich habe meine Odyssee an Therapien und Coachings hinter mir. Und es ist so, wenn da Menschen sind, die schon viel gemacht haben und wo eben dieses reine Sprechen und Umdenken nicht funktioniert hat, dann steckt dahinter immer eine Ursache, die in der frühen Kindheit verankert ist. Und ich kenne persönlich auch niemanden und auch keine psychische Erkrankung, also Angststörungen, Depressionen, Süchte, also nicht psychiatrische Erkrankungen, da sicherlich auch, sondern ich rede halt von diesen psychischen Erkrankungen, die nicht damit zu tun haben, dass in der frühen Kindheit gewisse Verletzungen stattgefunden haben, die dann eben auch Traumata genannt werden. Immer. So, es gibt keine Ausnahme für mich. Habe ich noch nicht so kennengelernt. Es mag vielleicht Ausnahmen geben, aber ich kenne keine. Und deshalb, die Chance ist relativ groß, dass bei dir in der Kindheit gewisse Verletzungen stattgefunden haben, die eben heute dazu führen, dass du eine psychische Erkrankung hast, die einfach nicht weggehen möchte, dass du gewisse Dinge einfach nicht erreichst, die du erreichen möchtest, dass du dich immer wieder selber limitierst durch gewisse komischen Sachen, dass dieses Teil mit einfach Glaubenssätze umstrukturieren und so ein Kram alles irgendwie nicht funktioniert. So. Und deshalb komme ich jetzt im zweiten Punkt dazu, dir zu mal erklären, was sind denn so frühe Verletzungen? Was sind auch Traumata? Also wir haben einmal Schocktraumata, das sind sehr starke Ereignisse, die so einmalig passieren. Das kann ein Unfall sein, das kann ein Tod sein, das kann eine schwere Erkrankung sein. Das können Naturkatastrophen sein, das können auch im Krieg, also wenn du im Krieg gedient hast, das kann es sein. So, das kennen viele und verstehen auch viele unter Traumata, aber es gibt eben noch diese anderen, die nicht so auffällig sind, wo man denkt so, hey, ich hatte eigentlich eine coole Kindheit, aber irgendwie ist trotzdem mir alles so ein bisschen so, ich weiß ja nicht. Trotzdem. Vielleicht nochmal zu denen, die schon ein bisschen auffälliger sind. Das kann sein in der frühen Kindheit sowas wie Gewalt. Ein sehr cholerischer, lauter Vater oder Mutter. Narzisstische Eltern und so, das ist das Beispiel. Vielleicht gucken wir mal hier das Video an zu narzisstischen
Strukturen männlicher, weiblicher Narzissmus, da gibt es ein bisschen Aufklärung. Genau. Dann, wenn du emotionalen Missbrauch oder emotionale Gewalt erfahren hast, ist auch ein sehr, sehr schwerwiegendes Thema, hat sehr schwerwiegende Folgen. Wenn du auch sowas wie eingesperrt wurdest, ja, oder sonstige auch Ausgrenzung erfahren hast, ein ganz, ganz wichtiges Thema ist das Thema Mobbing und Kränkung, Beschämung. Ich habe mal ein Video gemacht zum Thema Kränkung, kannst du dir auch anhören, aber bleib vielleicht auch hier dran. Und zwar möchte ich ein bisschen mehr was erzählen. Ich habe auch eine Mobbing-Geschichte hinter mir. Und ich bin der Meinung und habe auch noch nicht erfahren, dass wenn Mobbing so tiefgreifend ist und auch dir widerfährt oder Kindern widerfährt, dass dann diese Kinder eine gute Basis hatten oder eine stabile Basis. Und das passiert meistens denjenigen, die schon früher gewisse traumatische Verletzungen, Erfahrungen gehabt haben. Und deshalb sich auch nicht wehren können, auch nicht die Möglichkeiten haben, zu haben, zu sagen so, und hier, ich habe meine Freunde und du, ne, und so weiter, sondern die das Ganze sehr stark mitnimmt. Und ich habe viele Klienten, wenn ich mal frage, so wurdest du gemobbt oder hast du da Erfahrungen mitgemacht? So, ja, kenne ich, aber ja, mein Gott, nee, nix, ja, mein Gott, sondern es ist eine starke Ausgrenzung, es ist eine überwältigende Situation, es ist eine starke Verletzung in deinem System, ja, auch für deinen Selbstwert, für deine Psyche. Genau, aber Mobbing und Kränkung, Beschämung, das kann auch später stattfinden. Und immer dann, wenn es dich stark mitnimmt, dann kannst du davon ausgehen, dass da früher und vorher schon mal was erfahren oder du erfahren hast oder erlebt hast in der Kindheit leider. Und andere Sachen sind typische traumaanalogische Geschichten, sind so Bindungstraumata. Das heißt, wenn du, das habe ich schon oft erklärt, du kannst auch hier das Video anschauen, bin ich traumatisiert, wo du erkennst, wo ich auch noch mal ein bisschen mehr erzähle, solche Sachen wie, du hast nicht die Liebe und Zuwendung und Sicherheit und Geborgenheit und auch das Genährtwerden bekommen von deinen Eltern, meistens natürlich der Mutter, weil sie die engere Bezugsperson ist in frühen Jahren, wie du gebraucht hast. Weil als Kind sind wir davon existenziell abhängig. Und wenn wir zum Beispiel als ganz kleinen Säugling schreien gelassen worden sind, so wie das noch vor Jahrzehnten irgendwie voll in war und gesagt war, lass die halt schreien, irgendwann sind sie ruhig. Ja, die sind irgendwann ruhig, hat aber andere Gründe. Nicht, dass das Kind sich beruhigt hat, sondern es rutscht dann von der Übererregung, weil da ist ja große Not, sonst würde es nicht schreien, in eine Untererregung. Das heißt, in einen Todstell, ich balte alles ab, Reflex, und dann, damit ich wieder funktionieren kann, Zustand. Also nichts, ich habe mich beruhigt, sondern es ist ein anderer Zustand. Komme ich aber gleich noch zu, wenn ich erkläre, was macht eigentlich Traumata hier mit uns und dem Körper. So, das sind auch frühe Traumatisieren. Also alles, wo du keine sichere Bindung von deinen Bezugspersonen erfahren hast. Und das ist häufig der Fall, wenn die Eltern eigene psychische Erkrankungen haben, selber Traumata haben, transgenerationale Traumata, es wird halt übertragen. Einige kommen auch, vielleicht ein kleiner Einschnitt zu mir und sagen, ich möchte das, was ich erlebt habe, nicht auf mein Kind übertragen, also arbeite ich jetzt an mir. Die sagen hier Stopp, und damit ich für mein Kind eben, ja, wirklich da und präsent sein kann. Kinder von alkoholkranken Eltern, Kinder von sehr gestressten Müttern oder Vätern, von eben eigens traumatisierten Eltern, das passt, glaube ich, noch am besten. Auf jeden Fall waren diese Eltern nicht präsent und konnten dir das alles nicht geben, du hattest keine sichere Bindung, also entweder einen ambivalenten Bindungsstil, Zuckerbrot, Peitsche, ich habe dich ganz doll lieb, aber nur dann, wenn du so und so und so bist, und wenn nicht, dann weg. Oder Strafe oder Kritik oder was auch immer. Dann das Stichwort Kritik, wenn du viel Kritik und viel, das ist wieder das Thema Beschämung, viel erfahren hast, so wie du bist, bist du eigentlich vollkommen überhaupt gar nicht in Ordnung. Nur wenn du lieb und brav und nett bist oder nur wenn du ganz stark und tapfer bist, so Jungs, Mädels und so. Ja? Das sind alles Sachen, die ja häufig auch über einen längeren Zeitraum stattfinden und nicht irgendwie punktuell wie bei einem Schocktrauma, sondern eben über einen langen Zeitraum in einer Zeit, wo du als Kind eben existenziell davon abhängig bist. Und wenn du es dann nicht bekommst, hinterlässt das Spuren und sind tiefe Verletzungen und sind verbunden mit starken Gefühlen wie Wut, wie Angst, wie Schmerz, Traurigkeit und Einsamkeit. So. Und die Gefühle werden häufig natürlich gespürt, aber sie können nicht ausgelebt werden, sondern werden dann irgendwann abgespalten und kommen vielleicht später wieder hoch, wenn du getriggert wirst. So, das mal in Kürze, sodass du vielleicht merken kannst, das ist ziemlich variabel, was Verletzungen sein können, und hängt natürlich auch immer davon ab, wie verletzlich du als Person vom Temperament her bist. Ja, so.
Und ach so, ein wichtiger Punkt, weil hatte ich am Anfang auch erwähnt mit dem Blutkasten, alle Sachen, die mit Geburten zu tun haben. Also wenn du Kaiserschnitt, vorgeburtlicher Stress, Brutkasten, Frühgeburt, irgendwelche anderen Katastrophen, auch das macht etwas mit dir und sorgt schon mal für einen nicht so guten Start und kann halt traumatisch enden. Und dann kommt eben meistens noch ein bisschen mehr dazu und dann haben wir irgendwann jemanden, wo dann irgendwann alles überschwappt und dann ist zu viel und dann entwickeln sich halt Symptome, Schutzstrategien, anders ausgedrückt. Also Symptome sind eigentlich nie mein Thema, sondern es geht mehr darum, was ist dahinter, komme ich dazu später mehr. So, dritter Punkt. Was ist denn jetzt Trauma und warum helfen andere Geschichten nicht? Also, ganz kurz, es gibt jetzt ein bisschen Biologie, aber das ist wichtig zu verstehen. Ja? Also wir haben hier quasi mal unser, so kann man das sehen, genau. Also die jetzt den Podcast hören, die hören einfach nur zu. Wir haben hier unser Gehirn quasi, hier ist das Stammhirn. Das heißt, es ist unsere älteste Gehirnregion. Dann haben wir hier das limbische System für Gefühle und hier oben den Neokortex, so ungefähr, der ist so hier so. Ja? Für das rationale Denken, Positivdenken, Mindset, Entscheidungen treffen. Also dieses Ratio, die auch super ist. Aber Neokortex hat mit Stammhirn so gar nichts zu tun und kann das auch nicht beeinflussen. Wo ist aber jetzt Trauma gespeichert? Hier, im Stammhirn. Das hat Auswirkungen auf unser Nervensystem. Ja, es wird im Nervensystem gespeichert. Unser Nervensystem ist im Prinzip dafür zuständig, uns zu regulieren. Ja, also unser Überleben zu sichern, zu gucken, ist da irgendwie eine Gefahr, das einzuordnen, ah, okay, da kann ich das und das machen, dann reguliert sich das wieder runter. Und eben auch im Leben flexibel zu sein. Ich hatte schon mal das Window of Tolerance hier erklärt. Und in dem Window of Tolerance fühlen wir uns wohl, fühlen wir uns sicher, fühlen wir uns flexibel und können dem Leben einfach so begegnen. Und das haben manche Menschen, das ist ein Geschenk. Sie haben auch eben diese sichere Bindung erfahren und so weiter und so weiter. Haben wenig Traumata, Erlebnisse, aber eben andere Menschen nicht. Und bei denen ist es häufig so, bei einem traumatischen Erlebnis passiert Folgendes. Du rutschst in diese Übererregung. Dieses Erlebnis, was du erlebst, ist hochgradig gefährlich und sorgt eben dafür, dass du in so einer Übererregung bist. Und normalerweise ist es so, dass du dich ja wieder regulieren kannst und wieder reinkommst in dieses Fenster. Das passiert bei diesen sehr starken Erlebnissen oder sehr verletzenden Ergebnissen oder Erlebnissen nicht. Ne? Eingangs erklärt mit dem Blutkasten, das heißt Übererregung pur, konnte mich selber nicht regulieren. Viele Kinder, die ganz viel Gewalt erfahren oder eben diesen Liebesentzug haben oder Missbrauch oder narzisstische Eltern auch, die können sich nicht regulieren. Die erfahren also ständig irgendwelche Verletzungen, sind immer in dieser Übererregung. Wann kommt denn wieder die nächste Kritik? Wann bekomme ich wieder nicht das, was ich eigentlich brauche? Sind in einem starken Mangel. Bei Schocktraumata ist es nochmal deutlicher. Ne? Das heißt, du bleibst in dieser Übererregung und irgendwann rutschst du natürlich runter in diesen dorsalen Zustand, aber sie ist halt hier in dem Stammhirn gespeichert und findet keinen Abschluss. Ich glaube, das erklärt es ganz gut, hoffe ich zumindest zu einigermaßen. Was ich nur deutlich machen möchte, Trauma ist im Stammhirn und auch im Nervensystem, das heißt im Körper gespeichert. Und dieses Stammhirn reagiert nicht auf Sprache. So, das heißt, komme ich ja gleich oder erkläre ich euch jetzt schon mal gerne dazu, macht ja Sinn. Wenn wir also nur sprechen, wie in vielen Coachings der Fall ist, oder eben die Ratio anknüpfen mit denk doch positiv, sorgt das hier für gar nichts. So, maximal für ein Verständnis, aber eigentlich für gar nichts. Diese Region reagiert auf, und das sieht man auch bei kleinen Kindern, die eben hauptsächlich hierüber noch agieren oder reagieren. Das reagiert auf Bilder ganz stark, auf Stimme, Tonfall, Mimik, Gestik. Ja, darauf reagiert es. Und dann entstehen auch gewisse Gefühle und so weiter, limbisches System. Das heißt, das können wir schon mal grob so festhalten. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig zu verstehen ist. Und vielleicht noch ein Punkt zum Thema Trauma. Und wenn du dich fragst, so bin ich traumatisiert, ich weiß es gar nicht, ich kann mich nicht dran erinnern, habe jetzt nicht so schlimme Erlebnisse. Kannst du zur Ruhe finden? Und zwar wirklich zur Ruhe. Wenn du nichts machst, dich einfach nur hinsetzt, wie geht es dir dann? Bist du
innerlich wirklich, wirklich entspannt und ruhig. Und nicht, dass du sofort wegpennst, sondern bist du wirklich ruhig und entspannt oder ist da die ganze Zeit so eine gewisse Unruhe, Anspannung? Vielleicht sogar, wenn du noch feinfühliger bist, so eine Art von Unsicherheit. Also irgendwie die Welt ist unsicher, nicht sicher. Dann kannst du schon mal davon ausgehen, dass da wahrscheinlich traumatische Erfahrungen sind. Weil die, die das nicht haben, die empfinden die Welt als sicher. Und die können auch runterfahren und entspannen. Das dazu. Das heißt, wir haben jetzt den Punkt viertens. Warum helfen dann gewisse Methoden nicht und was hilft? Ich habe es gerade eben in Punkt 3 schon erklärt. Stammhirn braucht Bilder. So, und wir müssen auch an diese Verletzungen ran. Es wird dir, also ich sage immer so, das habe ich auch gerade schon so gesagt, es geht nicht um die Symptome. Es geht nicht darum, ob du eine Depression hast oder ob du eine Angststörung hast. Natürlich gibt es da gewisse Sachen, also man darf immer auch verhaltenstherapeutisch daran gehen mit gewissen Gimmicks. Es ist nie nur die eine Methode, aber um das grundlegende Problem und die Ursache zu lösen und wirklich für Heilung zu sorgen, musst du an diesen tiefen Kern kommen und du musst auch an diesen Schmerz kommen. Das ist meine persönliche Erfahrung und auch meine Meinung. Also es geht darum, diese alten Verletzungen zu integrieren und dafür eben nicht nur zu sprechen, sondern auch mit Bildern und Visualisierungen und Hypnose zum Beispiel zu arbeiten. Und es geht wirklich für mich meistens nicht mehr so sehr um das Symptom. Okay, gut, da ist eine Depression, da sind Ängste, da ist es in der Beziehung, dann ist es Bindungstrauma häufig, da mache ich auch nochmal ein Video zu. Das ist schon irgendwo wichtig, ne? Aber es geht darum herauszufinden, was ist denn da drunter? Wo sind denn die Verletzungen? Was ist denn da damals passiert, was irgendwie so starke Emotionen ausgelöst hat, dass unser Nervensystem oder dein Nervensystem so überreguliert war, dass es ja sich nicht mehr sicher fühlt und dann gewisse Schutzstrategien, sprich Symptome entwickelt hat, die dafür sorgen, dass es dir heute schlecht geht und dass dir vielleicht überhaupt mal auffällt, dass da mehr ist. Und wenn du diese Verletzungen wirklich erkennst und daran kommst, und ich arbeite gerne über Visualisierungen, über leichte Hypnose, natürlich auch immer über das Verstehen, damit man das einordnen kann und dann auch eben diese verhaltenstherapeutischen Ansätze, so was im Alltag kannst du heute hier schon machen, wo kannst du den Neokortex, den Verstand anknüpfen, alles wichtig. Aber es braucht diesen Zugang zu diesen Verletzungen, zu dem Gefühl und eine ganz andere oder eine weitere Sache ist natürlich diese Regulation von dir. Ne? Also, dass du lernst, dich in dir wieder sicher zu fühlen, im Sinne von, dass du dein Nervensystem, was noch in der Übererregung häufig ist, wieder auf so ein gesundes Maß oder in dieses Window of Tolerance wieder reinbringst, um in der Sprache zu bleiben. Und vielleicht nochmal ein kleiner Punkt zum Thema Meditation. Bei Meditation ist es häufig so, es ist so, soll so das Tolle sein. Und ja, das stimmt auch. Aber für Menschen mit sehr starken und traumatischen Erfahrungen, die eben noch nicht sich selber gut regulieren können und noch in dieser Übererregung sind und so diese Anspannung im Körper haben, für die ist es ziemlich schwierig zu sagen, so setz dich mal bitte dahin und sei ruhig und denk nichts mehr. Ist sowieso für jeden schwer. Ich mache das jetzt mal so ein bisschen salopp ausgedrückt. Aber für die ist es nochmal schwieriger. Und wenn du zu den Menschen gehörst und dir sagst so, hey, ich soll mich da jetzt hinsetzen und entspannt sein, aber ich merke diese Unruhe und ich muss mich unter Druck setzen, du willst mit dem Geist dein Nervensystem, Neokortex, Stammhirn, willst du beeinflussen, hast du keine Chance. So, das ist funktioniert einfach nicht. Was du stattdessen machen kannst, ist, dass du dich zum Beispiel auf die Unruhe das als Gegenstand der Meditation machst und die lernst einfach anzunehmen und zu fühlen, na okay, wo ist die denn im Körper? Das kannst du machen, wird vielleicht zur Ruhe führen, vielleicht aber auch nicht. Und eine andere Sache ist, arbeite vielleicht mit Achtsamkeitsübungen, ja, wo du den Fokus auf Objekte im Außen legst oder auf deinen Körper, also ein Bodyscan zum Beispiel, oder wo du dich hier orientierst im Raum, ist auch eine Übung aus der Traumatherapie, wo du hier dich berührst, so leichte Berührungen am Körper machst und eben dann die Berührungen spürst. Auch das ist eine Übung der Achtsamkeit. Das könnte dich eher regulieren und wieder in dieses Window of Tolerance bringen und runterbringen. Da gibt es ganz tolle Übungen, kann ich dir alle zeigen, wenn wir zusammenarbeiten. So, das war jetzt ein etwas längeres Video von, wow, knapp 20 Minuten. Ja, aber das musste mal sein.
Es musste mal sein, es musste mal raus, weil so viele Menschen sind betroffen, viel mehr als du eigentlich denkst. Und wenn dir das Video gefallen hat, ich will es mal zwischendrin sagen, bitte lass ein Like da. Teile es mit Menschen, die schon viel Coaching und Therapie gemacht haben, die einfach denken so, scheiße, ich komme einfach nicht weiter. Teile es bitte, damit die Welt, jetzt wird es ein bisschen, keine Ahnung, wie es wird, aber damit die Welt zu einem besseren Ort wird. Ich bin der festen Überzeugung, wenn wir lernen, unsere eigenen Verletzungen zu heilen und wirklich daran zu kommen, dann kann die Welt zu einem viel, viel besseren Ort werden. Wenn du das Video über Kränkungen, das hatte ich hier schon verlinkt und verlinke ich auch unten, mal anhörst, glaube ich, dass ganz viel Mist in der Welt genau auf diesen uralten Verletzungen beruht. So, jetzt habe ich viel gesprochen. Nimm es mit, wenn du mit mir arbeiten willst. Ich sage es immer wieder, trag dich unten ein für ein Erstgespräch. Wir gucken mal, lernen uns kennen. Machen mal einen Fahrplan, ob wir dann zusammenarbeiten. Ergibt sich. So, in dem Sinne...